Wir sind hier bei der DVG Gesundkostwerk Deutschland GmbH in Lüneburg. Wir produzieren Müsli, Müsliriegel und Fruchtriegel und noch viele andere Frühstückscerealien. Wir haben einen sogenannten Seilmassenabschneider gebaut. Der Grund war, dass wir Produkte hatten, die nicht in den Trichter gefallen sind, wo sie rein sollten, sondern per Hand mit mühsamem Aufwand mit einem Spachtel reingestochert werden mussten. Das Problem war einfach, dass wir gesehen haben, dass die Mitarbeiterinnen halt immer von oben nach unten laufen, weil der Mitarbeiter, der oben das zerkleinert hat, war gleichzeitig noch ein Mitarbeiter unten vom Kutter, also von der Herstellung der Masse. Von unserer technischen Leiterin wurden wir damit beauftragt, die Azubis und auch ich, uns Gedanken zu machen, wie wir diese Fruchtmasse dort in den Trichter reinbekommen, ohne dass körperliche Anstrengung von Mitarbeitern notwendig ist. Das Projekt hat sich für uns so dargestellt, dass uns gesagt wurde, macht mal. Also wir durften viel selbst entwickeln, viel ausprobieren. Der Arbeitsschutz im Unternehmen wird sehr groß geschrieben. Das finden wir als Azubis natürlich auch super, weil wir müssen ja noch 40 Jahre arbeiten. Und deshalb finden wir es auch sehr gut, dass wir sehr in diese Maßnahmen eingebunden werden. Also die Jungs waren von Anfang an begeistert, diese Arbeit zu machen zu können, neben ihrer normalen Tätigkeit, was sie als Azubis machen. Eine der größten Herausforderungen bei der technischen Umsetzung war auf jeden Fall das Finden des richtigen Schneidmittels. Wir hatten zu kämpfen dadurch mit dem Material, es muss detektierbar sein, da wir im Lebensmittelbereich arbeiten. Wir dürfen keine Kunststoffe verwenden. Gewisse Farben müssen auch vorhanden sein, zum Beispiel Blau. Blau ist eine unnatürliche Farbe, was Essen angeht. Dann haben wir natürlich auch das mit der Klinge ausprobiert. Das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Und so sind wir so nach und nach an diese Lösung, mussten wir uns rantasten, weil keiner von uns hatte Erfahrung damit. Der Abschneider ist auf jeden Fall sehr positiv für den Arbeitsschutz, da die Mitarbeiter nicht mehr so viel zwischen den Anlagen hin und her wechseln müssen, sondern die Anlage arbeitet fast autark alleine. Und dadurch haben wir auch kaum noch irgendwelche Verstopfungen in dem Trichter. Und für die Kollegen ist es wirklich eine große Erleichterung, weil sie sonst immer von unten nach oben laufen mussten, um diesen Trichter wieder freizustochern, was jetzt so gut wie nicht mehr vorkommt.